Willkommen auf unserem Medicon YouTube-Kanal. Ich bin die Tina. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Yoga-Flow für euch vorbereitet, der deinen ganzen Körper kräftigt, Herz-Kreislauf-System anregt und dich flexibel und beweglich hält. Ich wünsche dir jetzt viel Freude dabei. Wir beginnen am Rand der Matte. Stell dich seitlich zu mir ausgerichtet an den vorderen Rand deiner Matte. Stell dich hüftbreit auf. Nimm Kontakt zum Boden auf. Nimm wahr, wie deine Fußsohlen den Boden berühren. Von deinen Fersen bis zu deinen Zehen. Dann wandere langsam über deine Knöchel nach oben zu deinen Knien. Nimm deine Knie wahr. Lass deine Knie ganz durchlässig werden. Wandere weiter nach oben zu deiner Becken, zu deiner Hüfte. Strecke deine Hüfte sanft und wandere weiter nach oben zu deinen Schultern. Rolle hier die Schultern nochmal über vorne, nach oben, hinten. Lass sie dann sanft abgleiten. Deine Arme entspannt neben deinem Körper, deine Fingerspitzen zeigen Richtung oben. Dein Nacken und deine Kehle sind gleich lang. Und dein Scheitelpunkt wächst nach oben. Halte die Energie in der Körpermitte. Ziehe deinen Beckenboden 2-3 Finger breit unterhalb des Bauchnabels, leicht nach innen hoch. Und dein Blick geht geradeaus. Atme einmal ganz tief ein und ganz langsam aus. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Arme über die Seite lang nach oben. Aus in Gebetshaltung vor dein Herz. Verbinde dich mit dir und deinem Herzen. Und noch einmal einatmen, Arme über die Seite hoch. Zieh dabei die Energie über deine Fußsohlen nach oben zu deinem Herzen und verteile die Energie in deinem ganzen Körper. Und noch einmal ein über die Seite hoch, aus für dein Herz. Noch 2 Wiederholungen einheben und aus für dein Herz. Letztes Mal. Dann nimm deine Arme neben deinen Körper, atme ein, rechter Arm geht lang nach oben und dann komm in die Seitneigung nach links, in der Ausatmung zurück. Wechsel die Seite, ein, über die Seite lang nach oben, aus, wieder zurück. Wiederhole für dich jetzt noch 4-mal. In deinem Atemfluss. Und verweile dann in der Berghaltung. Thank you.
Mit der nächsten Einatmung hebe beide Arme über die Seite lang nach oben. Aus, komm über die Seite in die Vorbeuge mit gebeugten Knien. Bring deine Stirn zu den Knien. Einatmen, die Wirbelsäule strecken, den Nacken lang. Aus, noch einmal rund werden. Nächste Einatmen. Zieh dich nach oben, Arme weit über die Seite, aus, über die Seite ab. Wiederholung, ein, über die Seite hoch, aus, in die Vorbeuge, Stirn Richtung Knie, ein, langer Rücken, aus, runden, ein, heben, aus, über die Seite. Wiederhole für dich. Noch zweimal. Verweile in der Berghaltung. Atme ein, beide Arme über die Seite lang nach oben. Aus, komm in die Vorbeuge mit gestreckten Beinen, Stirn Richtung Knie. Ein langer Rücken. In der Ausatmung komm in den herabschauenden Hund. Richte dich im herabschauenden Hund gut aus. Deine Füße sind hüftbreit, deine Finger leicht gespreizt. Schieb deine Schultern weg von deinen Ohren. Beuge noch einmal deine Knie, heb den Steiß nach oben an. Und dann versuch die Fersen noch einmal sanft Richtung Boden zu schieben. Spanne deine Oberschenkel an. Drehe deine Oberarme leicht nach außen. Dein Kopf ist zwischen deinen Oberarmen. Ganz locker, wende ihn nochmal von rechts nach links. Verweile für zwei tiefe Atemzüge. Zieh den Nabel nach innen. Nächste Einatmung. Bringst du deine Knie Richtung Boden, streck die Wirbelsäule und aus, Po zu den Fersen. Bleibe, dein Blick geht zur Matte. In der nächsten Einatmung hebst du den Blick, schaust über deine Fingerspitzen hinweg. Ausatmend, komm ganz rund nach oben. Ein, streck die Wirbelsäule. Aus, Zehen aufstellen, Gesäß nach hinten schieben und in den herabschauenden Hund zurück. Einatmen, Knie wieder ab, Wirbelsäule lang, aus, Po zu den Fersen. Wiederhole für dich jetzt noch zweimal. Verweile dann in der Kindpose, bring deine Arme rechts und links neben deine Außenschenkel und leg deine Stirn auf. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig fließen.
durch die Nase ein und durch die Nase ausatmen. In der nächsten Einatmung hebe den Oberkörper in den Fersensitz und dann komm ausatmend in den herabschauenden Hund. Richte dich noch einmal gut aus. Wir beginnen jetzt mit unserem Ganzkörperflow. Atme ein, schiebe jetzt deine Schultern über deine Handgelenke und dein rechtes Knie geht mit nach vorne, schwebt über dem Boden. Ausatmend komme zurück in den herabschauenden Hund. Einatmend wechsel die Seite, schieb dich nach vorne, hohes Brett, Knie kommt mit bis unter die Hüfte, schwebt über dem Boden. Aus, zurück. Wiederholung rechts, ein, aus, zurück, links, ein, aus, zurück. Noch drei Wiederholungen. Halte die Energie in der Körpermitte. Letztes Mal. Atme ein, bring die Knie Richtung Boden, Wirbelsäule strecken, aus, Po zu den Fersen. Nächste Einatmung, Blick wieder heben, aus, rund nach oben, ein, strecken, aus, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, schieb dich in das hohe Brett, spann deine Oberschenkel an, schieb dich von der Matte weg, halte die Energie in der Körpermitte, atme ein, ausatmend lass dich sinken in das tiefe Brett ganz langsam, ablegen, spann Oberschenkel, Schambein in die Matte schieben. Einatmen, roll dich in die Baby-Cobra. Ausatmen, sinken lassen. Ein, roll dich noch einmal in die Baby-Cobra. Ausatmen, sinken lassen. Ein, noch einmal in die Baby-Cobra. Aus, sinken lassen. Ein, Schultern weg von den Ohren. Blick heben. Aus, Zehen aufstellen und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Bleibe für zwei tiefe Atemzüge. In der nächsten Einatmung bringst du deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Achte hier auf den 90-Grad-Winkel. Ausatmen, stabilisiere dein hinteres Bein, spann den Oberschenkel an, zieh die Schultern weg von den Ohren, atme ein und komme in den Krieger 1 mit angehobener Ferse. Halte die Balance, streck deine Hüfte. Ups. Schultern sinken lassen, spann den hinteren Oberschenkel an, atme ein, lass den Atem fließen, halte die Spannung in der Körpermitte. Noch zwei tiefe Atemzüge.
komme mit der Ausatmung in das Ruhebrett. In der nächsten Einatmung twiste dich und öffne die rechte Seite lang nach oben, schieb dich in den hohen Armstütz, streck die Hüfte, Fingerspitzen spreizen und bleibe für 2 tiefe Atemzüge. Atme ein, ausatmend dreh dich zurück und komme gleich nach unten in das tiefe Brett. Ablegen, ein, Cobra, aus, sinken lassen, ein, Baby Cobra, aus, sinken lassen, noch einmal ein, Baby Cobra, aus, sinken lassen, ein, Blick heben, aus, Zehen aufstellen und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Bleibe 2 tiefe Atemzüge. Schieb dich schön nach hinten. Der Steiß ist der höchste Punkt. Und in der nächsten Einatmung, wir wechseln die Seite, kommst du links nach vorne, 90 Grad Winkel. Richte dich immer gut aus, lass dir Zeit. Spann den Oberschenkel an, rechts, Nacken lang, atme ein, Krieger 1, angehobene Ferse. Richte dich nochmal gut aus, Hüfte strecken, Schultern sinken lassen. Der hintere Oberschenkel ist angespannt. Schieb in die Ferse nach hinten oben. Und bleibe noch für 2 tiefe Atemzüge. In der nächsten Ausatmung komm nach vorne wieder in das hohe Brett. Bleibe einatmend, twiste, dreh dich und öffne links, schieb deine Finger wieder nach oben, streck deine Hüfte. Bleibe für 2 tiefe Atemzüge. Richte dich immer wieder gut aus. Und in der nächsten Ausatmung komme in das tiefe Brett langsam nach unten. Ein in die Cobra, aus, sinken lassen und ein noch einmal in die Baby Cobra, aus, sinken lassen, ein, letztes Mal, jetzt in der Ausatmung. Zurück in die Kindpose. Arme neben die Außenschenkel, Stirn auflegen und ruhig atmen. Nächste Einatmung rollst du dich wieder nach oben auf zum Fersensitz und kommst ausatmend noch einmal in den herabschauenden Hund. Richte dich aus, schieb dich weit weg nach oben hinten, Kopf noch mal locker, Kopf wenden. In der nächsten Einatmung bringst du dein Knie jetzt nach vorne zwischen deine Hände, legst ab und schiebst dein linkes Bein weit weg, sodass du mit deiner Ferse an deiner Leiste bist. Schulterblätter nochmal nach hinten führen. Du kannst dich etwas wegschieben mit deinen Händen vom Boden weg, Schulterblätter nach hinten, dreh die Oberarme leicht nach außen und bleib ein wenig in der Taube oder im Schwan.
dein Brustbein, lass den Nacken lang. Atme ein, ruhig aus. Dann setze deine Hände etwas seitlich, rechts und links auf, die Fingerspitzen. Atme ein, in der Ausatmung lass dich sinken, als wolltest du eintauchen. Und einatmend streckst du dich. Ausatmen, lass dich sinken. Und ein, roll dich wieder nach oben auf. Stell dir vor, wie ein Schwan, der einmal seinen Kopf in das Wasser taucht. Noch zwei Wiederholungen. Und bleiben. Dann setz deine Hände wieder vor dich. Schulter breit, atme ein, ausatmend hinten Zeh aufstellen und du drückst dich zurück in den herabschauenden Hund. Auch hier wieder gut ausrichten. Oberschenkel anspannen, Nabel zieht nach innen. Schultern weg von den Ohren. Und wir wechseln die Seite. Komm einatmend mit deinem linken Knie nach vorne zwischen deine Hände und schieb rechts nach hinten. Richte dich aus. Schulterblätter Richtung Wirbelsäule nach hinten unten. Deine Hüfte ist gestreckt. Achte darauf, dass du deine Hüftknochen nach vorne schiebst. Du kannst gerne auch dein Gesäß etwas unterfüttern auf der linken Seite, wenn du nicht ganz mit deinem Po auf den Boden kommst. Dann nimm dir ein Kissen oder einen Block, wenn du das nächste Mal praktizierst und unterstütze dich dabei ein wenig. Halte, schieb dein Brustbein nochmal nach vorne oben, Nacken ist lang. Und auch hier setz die Hände jetzt etwas nach außen auf die Fingerspitzen und tauche wieder ein. Mach für dich in deinem Atemfluss 5 Wiederholungen. Atme ein und in der Ausatmung sinken lassen. Dann setze deine Hände wieder vor dich, Schulter breit, bleibe hier. Wir bringen jetzt das hintere Bein gleich nach vorne, atme ein, in der Ausatmung verlagere etwas und bring dein hinteres Bein nach vorne, so dass du hier die Füße jetzt vor dir hüftbreit aufstellen kannst. Richte dich ein bisschen auf deiner Matte aus, dass du jetzt langsam nach unten abgleiten kannst und zieh deine Knie dann mit an den Oberkörper heran. Und bleibe einen Moment in dieser umgedrehten Kindhaltung. Ganz frei fließen. Und dann
stell deine Füße hüftbreit auf, öffne die Arme zu tief. Atme ein und lass dann die Knie einmal nach rechts sinken. Verweile für 3 tiefe Atemzüge. Einatmend zur Mitte zurück und wechsel die Seite, ausatmend auch hier verweile. Schenk dir ein Lächeln. Entspannt deine Gesichtsmuskulatur. Und komm einatmend wieder zur Mitte zurück. Und zieh deine Knie noch einmal an in die umgedrehte Kindhaltung. Und von hier aus kommst du in deinem Tempo. Du kannst schaukeln oder du kommst über die Seite und dann nach oben in die aufrechte Sitzhaltung, im Schneidersitz oder Fersensitz. Und wenn du was brauchst, Kissen oder dann unterfüttere ein wenig. Und richte dich dann nochmal aus. Wenn du sitzt, Sitzfleisch anheben, dich gut platzieren, Hände entspannt auf deine Knie ablegen, rolle die Schulter nochmal nach vorne und nach hinten und gleiten deine Hände etwas zurück, Daumen und Zeigefinger berühren sich, lass die Wirbelsäule noch einmal nach oben wachsen, dein Nacken ist lang, wenn du magst, schließ die Augen. Und fühle, spüre in deinen Körper hinein. Nimm wahr, wie du am Boden platziert bist. Und mit jeder Einatmung nimm die Energie vom Boden in dir auf. Lasse dich vom Boden tragen. Und mit der Ausatmung gib alles ab, was du nicht mehr haben möchtest. Lass alles in den Boden abfließen. Und der Erde kümmert sich darum. Verweile noch einen Moment in der absoluten Stille. Auch wenn du Geräusche wahrnimmst von außen oder auch die Musik, dann suche die Stille hinter den Geräuschen. Stimme und dein Körper
Seite lang nach oben, aus, vernetzt. Bedanke dich bei dir, bei deinem Körper, dass er dir diese Praxis ermöglicht hat. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz entspannten Abend und freue mich auf das nächste Mal mit euch. Bleibt gesund, Namaste.